Hallöchen und willkommen zurück hier bei Oxmastai 2. Wir sind jetzt in der nächsten Mission im Tunnel. Und hier gibt es anscheinend zwei Stellen, wo die Orks rauskommen können. Wir können jetzt die nächste neue Falle mit hier reinnehmen. Und dann würde ich sagen, werden wir mal anfangen und hier drüben sicher machen. Weil erstmal kommen sie nur hier raus. Dann lassen wir sie noch ein bisschen slowen. So, kein Geld mehr, also geht's los. Vielleicht schaffe ich jetzt mal diese 20. Irgendwie ist die Musik schon wieder lauter geworden, habe ich das Gefühl. So, wir ballern die Orks ab. Zack, und auf die getroffen. Knallen mal ein paar Granaten rein. So, die Musik ist nicht laut. Ach, das ist alles so. Für meinen Geschmack zu laut. Nach einer Aufnahme wird vielleicht zu leise. Das ist immer komisch. Wir machen mal kurz ein kleines bisschen. Mache ich es nochmal leiser. So. Ja, ist das Beste für mein Ohr. Wer hat die Brücke? Oh mein Gott, das ist ein durchgekommen. Wie geht das denn? Ach man, es wird schon wieder nichts hier. Da ist bestimmt einer hier runtergefallen und dann hier unten lang durch die Tunnel. Hat sich hier durchgesneakt. Super. So, jetzt komme ich von da drüben. So, die töten wir jetzt. Zack. Da wird irgendeiner darunter gefallen sein. Also wie gesagt, immer mal auf die Minimap gucken, ne? Aber das können wir dann noch nachträglich holen, die 5 Schädel. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Das ist wie gesagt ein Spiel einfach nur zum Entspannen. Einfach nur töten. Nächste Welle kommt. Okay, wir können noch ein bisschen was basteln. Wo kommen sie jetzt raus? Jetzt kommen sie von links. Zum Jungen zum Sterben. Stirb aber jetzt endlich. Die Orks. Oh, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Aber drüben müsste es theoretisch reichen, ja, das passt. So, unten geht keiner lang. Ist schon mal sehr gut. Treffe ich ihn jetzt mal. Hallo? Jetzt habe ich ihn. Jetzt müssen wir die alle selber töten. Das sind noch keine Fallen. Fallen müssen auch immer wieder resetten. Das ist das Problem. So, brauchst du noch einen Schuss? Ja, brauchst du noch einen Schuss. So, die haben wir auch getötet. Wir bauen wir noch ein paar mehr Fallen. So, hier noch ein paar Slow-Fallen. Wieder kein Geld mehr. Vielleicht sollte ich mich um eine Seite komplett kümmern, nur mit Fallen, und eine Seite selber töten. Das werde ich schon machen. Die Seite mache ich voller Fallen und drüben werde ich alles per Hand töten. Zack, zack, zack. Ein paar Granaten können wir noch rüberwerfen. Oh, so ein Erdvieh. Das teilt sich gleich auf in zwei. Aber ist trotzdem tot. So, hier sind sie runtergefallen. Und neben unten noch. Und das ist mir vorhin passiert, also. Jetzt habe ich auch mitbekommen. So, die sind tot. Hier kommt ein Erdvieh. Kein Mana mehr für die Granate. Jetzt wurde genug. Und nicht getroffen. Sehr schön. Da oben leben noch 3. Aber gleich nicht mehr. Bäm, weg sind sie. So, dann wollen wir hier fallen. Dürfte da drüben nichts mehr passieren. Letzte Welle und dann haben wir es eh schon geschafft. So. Jetzt können wir noch ein bisschen mitballern, weil drüben kommt nichts.
Jetzt kommt Luden. Mal Granaten überwerfen. Das Erdvieh müssen wir töten. Das ist weg. So, hier werden so alle weggeballert. Zack, und noch ein Heavy und noch ein Kopfschuss und bam, die unreine mitgenommen. Ist er in die Hose gefallen? Nee, noch nicht. Jetzt ist ihm in die Hose gefallen. Er ist jetzt tot. So, drüben kommt jemand lang. Kam jemand lang. Einer geht unten lang. So, da haben wir die auch wieder getötet. Yeah, dance mal schön ab. Kriegen wieder nur 4 Sterne, weil einer ist durchgekommen. Sehr schön. Wir haben jetzt, wie gesagt, Endlos-Level freigeschalten. Wir haben jetzt einen neuen Ausrüstungsgegenstand freigeschalten. Endlos-Level wollen wir jetzt noch nicht. Wir gucken nochmal ins Zauberbuch. Könnten jetzt noch verschiedene Fallen kaufen. Paladin-Wächter, eine Schwefelfalle. Brauchen dafür halt diese Schädel. Die Donnerbüchse könnten wir upgraden. Oder Schmuckstücke. Was ich immer empfehle, ist das Plunderschmuckstück. Gibt halt mehr Cash von den Monstern. Also die Möglichkeit besteht, Geld zu bekommen. Oder aktiv kann ich es aktivieren. Dann sind alle Monster für einen kurzen Augenzeitblick. Augenblick mehr Cash wert, ne? Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss, euer Rob.